Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit einem neuen For Honor Multiplayer Video. Heute gibt es in der Schiffswerft Handgemenge 2 gegen 2 gegen den Gladiator und den Orochi. Recht hoch, gut ausgerüstet. Oh Gott, das kann ja was werden. Ich bin mit meinem Centurion nämlich drin, weil es den schon lange als Video nicht mehr gab. Und es wurde auch in den Kommentaren mal danach gefragt. Dann habe ich so in die Playlist geschaut und gesehen, ja gut, das Video vom Centurion liegt wirklich schon etwas zurück. Was aber einfach daran liegt, der Centurion, ne, ich habe einfach das Interesse sehr stark an den Charakter verloren. Weil ich ihn auch vorher so viel gespielt habe und mittlerweile nervt er mich einfach so ein bisschen. Und das kommt aber häufig vor, wenn ich so Charaktere hochspiele, so auf Ruhm 8, 9 und so, dass ich dann irgendwie das Interesse an den Dingern verliere. Aber gut, da gefragt wurde, versuche ich es nochmal mit dem Centurio. Ja, hallo, lass mich doch erstmal runterkommen. Die Wandkombo, die verlernt man nicht als Centurio. Ja, wenn alle hier unten kämpfen und der... Guck dir den Orochi an. Er bleibt doch extra bei denen stehen, oder? Macht er doch extra. Na. Rennt er einfach in den rein, ey. Und bleibt dann auch noch da. Ja, jetzt geht einer raus, glaube ich. Doch nicht. Hat er eine rote Verbindung? Kann sein. Nein, der verliert auch noch gegen den. Oh cool, der Totenkopf da hinten am Felsen. Immer wieder cool anzuschauen. So. Na, vielleicht habt ihr ja trotzdem irgendwie ja, Spaß an dem Video, das anzuschauen. Auch also besonders hier, wie ich mit dem Centurio auf die Fresse bekomme. Ist ja auch ganz lustig anzugucken, ne? Und jetzt gegen den Gladiator. Na toll. Das wird ja noch schlimmer. Ist ja nicht so, dass das schnell ist, ne? Alter, ist aber auch schnell. Keine Chance. Keine Chance. Nee. Keine Chance. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Keine Chance. Bin ich überfragt. Gerade auch der Fußpiekser, so nervig. Und so schnell. Oh, der hat's drauf. Der pariert. Oh, der deflekt, aber er macht keinen Schlag draus. Schade. Ne. Der spammt der Fußpiekser, aber ey. Meine Güte. Und er hat gewonnen. Yay, ich habe meinen Orochi, der mich durchzieht. Danke, war nett von dir. Jetzt bin ich bei 0-2. Läuft bei mir. Naja. Vielleicht gewinne ich ja noch einen halben Match. Ein halbes Match. Vielleicht gewinne ich das ja noch. Wieder gegen den. Mhm. Netter Guardbreak. Ja, genau. Mach das doch nochmal. Ich hab gewonnen. Ich hab echt mal gewonnen. Echt mal. Ganz knapp aber natürlich. Da kam sogar das Knie. Das berühmte... Oh, jetzt ist aber wieder gegen den Gladiator, ne? Boah. Also wirklich, das ist echt anstrengend gegen den. Alter, auf den Schlag von oben, du... Ja, okay. Den Sprung von oben, du kannst da sowas von nicht drauf reagieren, ne, bei dem? Meine Güte. Selbst wenn du weißt, da, der springt vielleicht gleich. Der ist so schnell. Unglaublich einfach. Mr. Flash. Guck dir das an. Ich glaube, das ist der schnellste Sprung im ganzen Spiel. Selbst Valkyrie ist nicht so flink. Bei der Valkyrie kannst du wenigstens noch,
gut reagieren und die kannst du auch parieren. Ich wollte hier den Schlag parieren eben, weil er den Sprung halt davor auch schon gemacht hat. Keine Chance. Keine Chance. Und dann der Fußpiekser hier. Aber Runde ist noch nicht verloren. Wenn der Gladiator jetzt gewinnt, dann gibt es noch eine Runde. Dann muss ich nochmal gegen den Orochi ran, glaube ich. Und? Außer der Orochi macht das jetzt schon wieder. Er macht aber auch echt den Fußpiekser so häufig, ey. Oh, das sieht gefährlich aus. Schlag lieber. Sehr schön. Okay, das war's doch schon. Ja, ich habe nur einen Kampf gewonnen mit dem Centurio. Da sieht man, dass ich ihn echt lange nicht gespielt habe. Irgendwie sage ich in jedem Video, oh, habe ich schon lange nicht gespielt, bin voll schlecht. Aber stimmt ja auch. Ich sage ja wenigstens die Wahrheit in den Videos. So. Manifeststichblatt. Mhm. Aber der Sieg gegen den Orochi, das war gar nicht so schlecht gespielt. Rematch wollen die nochmal. Naja, komm, vielleicht. Na, jetzt habe ich auf den. Jetzt habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte wirklich das Rematch machen. Ich war da unter auf neue Gegner finden, ne? Oh Mann, ey. Das siehst du ja, ich bin voll verplant heute. Ich sollte kein For Honor mehr spielen. In meinem Zustand. Naja, warten wir mal ab, wie das nächste Match wird. In der Turmruine wird die zweite Runde jetzt ausgetragen gegen den Shogoki und auch ein Orochi. Onikuni. Onikuni. Okay, bei mir ist auch ein Orochi mit im Team. Mal gucken, wie die Runde verläuft. Ob ich hier nochmal reinkomme mit dem Centurio. Ja, er ist auch immer so einseitig. Und ich bin auch nicht so der Spieler, der jetzt so verschiedene Mix-Techniken da versucht mit Antäuschen und so ein Scheiß. Nö, so ein Spieler bin ich gar nicht. Finde ich auch nicht so gut, dass man das so kann in dem Spiel. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache und da hat jeder seine eigene Meinung und jeder seinen eigenen Spielstil hier in For Honor. So, mal gucken, wie es jetzt läuft. Gibt noch ein paar Items, die ich gerne haben möchte mit dem. Na, komm. Da war der Schlag doch eigentlich noch da. Nein. Was macht er jetzt? Und da bin ich weg. Oh, mein Mitspieler hat auch verloren, so ein Scheiß. Nächstes Mal bitte unten kämpfen, nicht nochmal oben auf der Turmruine. Round 2. Gegen den Shogoki. Na gut, durch die Hyper Armor kann ich eigentlich durchpieksen, wenn es klappt. Da ist ein Zug an mir vorbeigefahren. Habt ihr den gesehen? Habt ihr euch die Nummer markiert? Haha. Warum will er mich immer greifen eigentlich? Keine Ausdauer. Hat er es hier schon zwei oder dreimal versucht, mich zu greifen? Hyper Armor, ey. Hat ihn noch gerettet. Schön reingelaufen. Ich habe gar nichts gemacht, wirklich. Er ist in meine Klinge gelaufen. Vor Gericht werde ich da freigesprochen, oder? Das war ein Unfall. Er ist reingelaufen. Ich habe die Klinge gehalten. Na gut, vor Gericht würde man wahrscheinlich sagen, warum hast du denn eine Klinge in der Hand? Ich wollte mir ein Brot schmieren. Und der ist da voll reingelaufen. Mit voller Wucht. Ich konnte wirklich gar nichts machen, Sir. Mit so einer Wucht, der Orochi. Der Shogoki. Er greift aber auch nicht an, ey. Ja, der war doch gegen die Wand. Da kommt er doch mal weg. Ja, du brauchst ja nicht so rumfuchteln mit deinem Schwert, ey. Reicht, wenn du mal...
Ihnen. Und dann kommt der Schlag noch leichter. Hey! Hat er mich fast überrascht? Er hätte mich fast runtergeworfen. Er macht aber auch komische Sachen, ey. Immer wieder versuchen, da noch zu greifen. Wenn man das einfach so aus dem Nichts heraus macht. Ich bin halt kein Shogoki-Spieler, aber ich weiß halt irgendwie, wenn man das einfach so macht im Kampf, ist es so riskant. Weil wenn ich ausweiche, kriegt er so viel Schaden davon und hat davon eigentlich nichts, eigentlich nur Nachteil. Jetzt wird er auf mich zusprinten und versuchen, mich hier runter zu dashen. Oder so. Da hat er das. Gegen den hätte ich, glaube ich, auch nicht oben kämpfen. Aber er wäre, glaube ich, nicht mit runtergelaufen. Ich glaube, der wollte das so. Wir hätten ja, er hackt jetzt noch auf den anderen rauf. Oh, sauber. Ja, genau. Wann sollte man den Griff von dem Shogoki machen? Wenn du den Gegner gegen die Wand schubst. Gegen die Wand schubsen, dass er gegen die Wand knallt. Dann kannst du ihn greifen, weil dann kann der Gegner es nicht verhindern. Und auch nicht ausweichen. Aber einfach so das im Kampf zu machen, ist so riskant. Außer man timet irgendwie eine Bewegung ab vom Gegner. Aber gut. Warum gebe ich eigentlich Tipps? Ich bin ja kein guter For Honor-Spieler. Ich denke, das weiß jeder Shogoki-Spieler selbst da draußen. Du solltest nicht nach oben laufen oder auch nicht nach unten. Ah, er möchte nicht runtergeworfen werden. Deswegen geht er jetzt in den Keller. Man kann mich hier unten wiederbeleben. Oh, das ist ja nett. Ja, er hat den anderen auch wieder belebt. Mehr Kills für uns. So, geht doch. Lass ich auch noch mal die Flammen spielen. Das war doch mal lustig. Lustig, tralalalala. Bald wird Centurio-Zeit wieder da sein. So. Och, ein neuer Helm, aber der ist hässlich. Was ich noch haben möchte für den Centurio sind verschiedene Waffen. So, Schwerter und sowas. Ich bin ja schon zu gut Ruhm 9 fast mit dem. Da will ich noch einiges mit dem haben. Da gibt es so eine coole geschwungene Klinge, die ich gerne haben möchte. Dafür würde ich den sogar noch ein bisschen wieder spielen. Außerdem bin ich, wie gesagt, hier auch gar nicht so weit entfernt von Ruhm 9, ne? 8 und 19 ist er jetzt. Geht so. Weil mit dem Brustschutz, den ich hier trage, den finde ich nicht so gut mit diesen komischen Schnallen da dran. Da bin ich kein Fan von. Und hier bei den Schwertern, wie gesagt, da gibt es auch noch Besseres. Hier die Klinge ist zwar schon ein Stern dran. Die ist auch besonders breit, finde ich ganz nett. Gorgonenklinge, hier Pferdklinge kenne ich schon. Die habe ich früher mal sehr viel benutzt. Aber es gibt neue Items in Legendär, die ich noch nicht habe mit dem und die ich gerne noch haben möchte. Oh, das sieht auch schön aus. Guck mal, ich habe hier das Imperator-Heft. Ist ein Stern dran, aber ziemlich langweilig und kurz. Aber guck mal, das hier. Kein Stern dran, aber sieht schön aus. Das nehme ich mal. Hat auch alle Stats. Der kann weg. Finde ich cooler. Sieht cooler aus. Hier auch noch so viel Schrott. Das Pferd-Stichblatt habe ich nicht gelöscht. Wieso denn nicht? Plus, plus, plus. Alles auf plus. Hier nicht. Das kann weg. Sieht auch nicht so einfach aus. So, also da sage ich, okay, da brauche ich wirklich noch ein paar neue optische Sachen. Die Schultern hier, die ich gerne haben möchte, die habe ich schon. Die mag ich am liebsten. Aber der Brustschutz, der muss halt weg. Und das ist auch nicht gut. Dafür könnte man den Centurio echt mal wieder spielen. Naja, vielleicht hat euch das Video ja trotzdem ein bisschen gefallen. Gameplay nicht das Beste, wie immer bei mir. Aber ich bin ja auch hier, um zu unterhalten, um Spaß zu machen. Ne? Vielleicht mache ich ja Spaß und dann habe ich mein Ziel erfüllt. Also vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Video.